heute möchte ich dich mal mitnehmen zu einer meiner Lieblingsheilpflanzen, die du garantiert kennst. Unsere wunderschöne Rose. Über die Rose gibt es wirklich Königin der Blumen. Also es ist eine sehr, sehr häufig beschriebene Pflanze. Viele wissen aber gar nicht, wie heilkräftig sie tatsächlich ist. Und deswegen möchte ich darüber gerne ein Video machen. Weil es für mich eine der, ja, der powervollsten und aber gleichzeitig sanftesten emotionalen Heiler ist. Die Rose heilt das emotionale Herz. Es ist eine ganz, ganz wundervolle Möglichkeit, wenn du Themen hast, die dich im Herzen verletzt haben, die dir insgesamt Schwierigkeiten machen, wo du dich von deinem Herzen abgetrennt fühlst, also wo du mehr mit dem Verstand machst als mit dem Herzen, wo du vielleicht innere Kindtraumen hast, die auch eine Herzverletzung darstellen. Also es geht vielschichtig, aber meistens um das Thema Herz und Verbundenheit zu dir selbst. Energetisch finde ich die Rose auch immer sehr, sehr, sehr spannend, weil sie unterstützt dich darin, deine wertvollste Blüte zu öffnen und gleichzeitig trotz alledem die Möglichkeit zu haben, dich abgrenzen zu können. Dadurch mein Erdenfinger, ich habe gerade im Garten gearbeitet, durch die Dornen zeigt sie das sehr, sehr deutlich. Du musst dir überlegen, wie du dich ihr näherst. Du musst sehr, wie soll ich sagen, aufmerksam sein, achtsam sein und dir bewusst sein, wo du hingreifst und was du tust. Und das ist etwas, was sie uns auch lehrt. Sei achtsam mit dir selbst, sei dir bewusst mit dir selbst und vor allen Dingen geh sanft mit dir selbst um. Und wenn man so die Blüten, vor allen Dingen eben auch ihre Zartheit der Blütenblätter anschaut, ich mache mal noch eine Aufnahme von einer anderen Rose, die gerade hier so wunderschön blüht, ihren Duft, also da sind so viele Schichten dabei und Ebenen dabei, die dich berühren können und mit denen du arbeiten kannst. Ja, hier habe ich ein wunderschönes Exemplar von einer ganz zauberhaften Rose, die hier in meinem Garten wächst. Ich habe dir ja schon gesagt, eben die emotionale Herzheilerin ist die Rose. Und von der Möglichkeit, mit der Rose zu arbeiten, gibt es so viele, viele, viele Möglichkeiten. Das eine, was ich manchmal mache, ist, dass ich ein Blütenblatt mir nehme und dann das kaue, um diesen frischen, dieses Lebendige von ihr mitzubekommen. Das kann ich sehr empfehlen. Der Geschmack ist wahnsinnig gut. Allerdings eben immer Achtung, auf alle Fälle 100% ungespritzte Rosen nehmen. Dann, ja, hast du dieses Aroma, dieses Blumige, dieses Frische. Das ist einfach unglaublich schön im Mund zu haben. Also ich liebe das sehr. Dann, was ich auch manchmal mache, das ist Rosensirup oder ein getrocknete Rosen für Tee. Das kann man super, super nehmen. Rosenöl kann man ansetzen, um eben eine Haut, eine Hautcreme oder eine Lotion zu machen, die eben die Haut auch verwöhnt, weil sie nährt ja auch wahnsinnig, sie berührt, sie ist so wohltuend für uns. Deswegen ist es für mich eine der wichtigsten Heilpflanzen, die ich sehr, sehr, sehr
intensiv nutze, mit der ich unglaublich viel arbeite. Manchmal muss man einfach nur seine Nase da reinstecken und diesen wunderschönen Duft aufnehmen, um sofort zu fühlen, dass man wieder mehr verankert ist, gerade vor allen Dingen in schwierigen Zeiten. Da suche ich immer eine Rose, die unglaublich schön duftet. Und in diesen Duft einzutauchen, nicht umsonst ist das Rosenöl so wahnsinnig teuer, aber für mich leider oft sehr, ist zu intensiv. Das ist aber so eine Geschmackssache. Aber die Nase einfach so in diese Blüte reinzutunken, zu fühlen, diese Sanftheit von den Blütenblättern und dann eben diesen wunderschönen Duft aufzunehmen, das heilt so tief und es ist so eine wunderbare Möglichkeit, um sofort im Hier und Jetzt anzukommen, die Augen zu schließen, mal durchzuatmen und sich einfach nur ja so ein bisschen dieses Auftanken der Seele zu gönnen. Das mache ich mit der Rose regelmäßig. Das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges. Wie gesagt, sie hilft auch intensiv mit der Abgrenzung. Das sieht man bei dieser Rose unglaublich gut. Also sie schult dich, dass du dich zeigen kannst, dass du aufblühen kannst, ohne Sorgen zu haben, sofort wieder in die Gefahr zu laufen, verletzt zu werden. Weil bevor die verletzt wird, verletzt sie dich, wenn du unachtsam mit dir bist. Und deswegen schult sie da auch wirklich ganz, ganz großartig. Und ich schätze sie wirklich gerade in dem Maße, weil es mir sehr schwer fällt, manchmal mich abzugrenzen und mich eben nicht auf irgendwelche Diskussionen oder irgendwelche Menschen einzulassen, die einfach negative Energien haben und die Freude dran haben, dich zu verletzen in deinem Du-Sein. Und wir kennen ja alle die Leute, die einfach sehr gerne bewerten. Schau mal, ist das nicht wunderschön. Also ja, dafür ist die Rose eine Herzheilerin vorm Herrn. Was man auch machen kann, was ich auch immer wieder mal nutze, ist getrocknete Rosenblätter zu räuchern, ganz vorsichtig auf einem Stöfchen, um eben noch mal mehr dieses Aroma mitzuhaben im Raum. Ach, ist das wunderschön. Und ja, Rosenlikör habe ich schon gemacht. Rosensirup habe ich schon gesagt. Tinkturen kannst du auch ansetzen von Rose. Wie gesagt, Tee ist eigentlich mit das Einfachste. Oder eben, wie gesagt, einfach nur ein Blatt kauen. Das hilft unglaublich. Noch mehr Wissenswertes blende ich jetzt nachher dann gleich ein, was noch alles dabei ist, weil es ist wirklich so, die ist ein Kraftpaket, die ist nicht zu unterschätzen. Es ist nicht einfach nur eine Blume, sondern die hat so viel Power und so viel für uns mitzugeben, was so unglaublich wertvoll ist, finde ich gerade in der momentanen Zeit, wo wir einfach gefordert sind, auch immer wieder mehr auf unser Herz und unser Gefühl zu hören und nicht nur auf unseren Verstand. Und dabei unterstützt sie uns unfassbar gut. Also nutze sie. Ich weiß, jetzt in Deutschland wird nicht mehr so viel Rose da sein, aber du kannst dir ein Rosenöl besorgen, du kannst Rosenwasser, nutze ich auch sehr, sehr gerne für Herstellung von Cremen oder Gesichtswasser oder so irgendwas. Es tut einfach nur unglaublich gut. Nutze sie, sie will das, sie will uns unterstützen, sie will uns helfen, wieder in unser Herz zu finden. Jetzt habe ich noch die andere Rose gefilmt und dabei ist die Knospe aufgegangen. Guck mal. Ist das nicht wunderschön? Ich liebe diese Rose. Die hat mir mein Mann geschenkt. Ja, aber nichtsdestotrotz, als Ergänzung, obendrauf, on top, hat die Rose nämlich noch was ganz, ganz Wertvolles für dich, für dein Immunsystem und für deine Gesundheit. Und das ist ihre Frucht, beziehungsweise ihr Samenstand, der einfach immens wertvoll ist, die Hagebutte. Jede Hagebutte ist im Endeffekt verzehrbar
Allerdings empfehle ich am allermeisten die Hagebutten der Hundsrosen oder Wildrosen. Da kann ich dir gerne ein Bild im Anschluss noch mit reinmachen, wie die aussehen. Das sind die kleinen Hagebutten. Viele machen sehr große Hagebutten und diese hier zum Beispiel macht überhaupt keine Hagebutten. Also nicht jede Rose produziert sie. Trotz alledem, also wenn du irgendwo in deiner Umgebung eine Wildrose oder Hundsrose hast mit den kleinen Hagebutten, dann ist das absolute Empfehlung. Und zwar gehst du her, ich zeige das jetzt mal hier an der Knospe, du stellst dir jetzt vor, das ist eine Hagebutte, die muss Frost abbekommen haben, dann wird sie knatschig und weich. Dann kannst du sie wirklich richtig, ja, du fühlst da innen drinnen ist irgendwas Knatschiges. Das ist ihr Mark, das in dem Moment, wenn Frost ins Spiel kommt, wirklich richtig reif ist. Natürlich mögen dann die Vögel auch die Hagebutten sehr, sehr gerne. Deswegen muss man sich manchmal beeilen und manchmal muss man ernten bevor dem ersten Frost und muss sie dann in die Gefriertruhe machen, damit man den Frost quasi simuliert. Wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist und du siehst so richtig schöne, knatschige, noch nicht braune, also die müssen wirklich noch richtig schön in der Farbe sein, dann kannst du die abnehmen und du kannst einfach mit den Fingern das hier so drücken und dann kommt oben oder unten, je nachdem, wo die Öffnung größer ist, ein Mark raus. Das kannst du einfach so ablutschen. Es schmeckt unglaublich frisch und also für mich einfach gigantisch und ist eine pure Vitamin C Push Methode. Also das ist pures Vitamin C. Ich liebe Hagebutte so pur zu lutschen. Du musst nur schauen, dass du bitte die feinen Härchen, die dann, früher hat man es als Juckpulver gekannt, die wirklich biestig sind, nicht erwischt und auch die Kerne nicht erwischt. Was man auch machen kann, wenn man so ganz reife Früchte hat, das ist eine Hagebuttenmarmelade. Durchs Erhitzen allerdings gehen natürlich auch viele Vitamin C Anteile verloren, aber nichtsdestotrotz ein Hochgenuss, den man, also auf alle Fälle, er ist mühsam, aber trotz alledem sehr, sehr, sehr wertvoll. Hagebutte gibt's auch mittlerweile als Pulver, als Vitamin C Boost für zum Beispiel Smoothies oder Tees oder, wobei da muss man auch wieder mit der Hitze ein bisschen aufpassen, aber Hagebutte als solches ist wirklich was, was unbedingt dabei sein sollte. Ich schreibe es dir auch nochmal auf mit einem schönen Bild. Hagebuttenöl ist zum Beispiel auch was ganz, ganz Wertvolles, wenn du dir ein Serum oder so irgendwas machen möchtest für gestresste Haut, gerötete Haut oder für alternde Haut, die nicht mehr so frisch ist. Einfach der Wahnsinn. Allerdings bitte, Hagebuttenöl muss gute Qualität haben und muss gekühlt werden, sonst wird es ganz schnell ranzig und dann hat es auch seine Kraft verloren. Ja, das nochmal zur Ergänzung, was uns die Rose eben auch nochmal schenkt, was einfach nur unglaublich wertvoll ist für uns, für unsere Gesundheit. Und die Hagebutte kommt natürlich, wenn es kalt wird, wenn das Immunsystem eh arbeiten muss, und dann liefert es uns den Vitamin C Boost. Thank you.
Und wie immer, wenn dir dieses Video geholfen hat oder dir gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal und ich zeige dir immer weiter neue Impulse, Pflanzen, wie du mit ihnen energetisch, ganzheitlich arbeiten kannst. Alles Liebe für dich und ganz liebe Grüße aus Arizona. Tschüss!